A2.3. Der Kreissektor, der durch die Strecken ED und DC sowie den Kreisbogen CE begrenzt wird, dient als Hebebühne für Schaueffekte. Berechnen Sie den Flächeninhalt A dieses Kreissektors. So, schauen wir uns das an. Der Kreissektor, das ist der hier oben, DCE. Und man soll den Flächeninhalt berechnen. Hier heißt es. Gut, gehen wir erstmal in die Formelsammlung und schauen nach, wie heißt denn der Flächeninhalt für Kreissektoren. Den finden wir auf Seite 35. Und da heißt es, A ist Radius zum Quadrat mal Pi mal Alpha mal 360 Grad. Als Radius für den Kreissektor kennen wir schon, das ist die Strecke DE. Also können wir schreiben, DE Quadrat mal Pi. Und unten die 360 können wir auch schon schreiben. So, jetzt brauchen wir hier oben den Öffnungswinkel. Der Öffnungswinkel, den wir brauchen, ist dieser hier. Also den müssen wir erst berechnen. So, den können wir jetzt, da er jetzt keinen speziellen Namen hat, na gut, können wir wieder nach den Punkten benennen. Also das ist der Winkel CDE. Und wie jetzt vielleicht schon auffällt, wenn man sich jetzt überlegt, in welchem Dreieck liegt dieser CDE drin, dass man ihn berechnen kann, dann sehen wir, es gibt gar kein Dreieck. Also müssen wir den anders berechnen. Nämlich wir gehen her und sagen, dieser Winkel hier, dieser CDE, ist ja nichts anderes als ein kompletter Vollwinkel minus dieser Winkel, minus dieser Winkel, minus dieser Winkel. So, die beiden zusammen, die wissen wir allerdings, wie groß sie sind, weil das hier ist ja im Prinzip eine Gerade durch D hindurch, also haben wir hier einen Winkel von 180 Grad drin. Also kann man auch sagen, dieser Winkel berechnet sich aus 360 Grad minus 180 Grad minus diesem Winkel hier. Okay, schreiben wir mal auf. Der Winkel CDE ist also 360 Grad minus 180 Grad minus der Winkel BDC. Okay, wie groß ist jetzt der Winkel BDC? Schauen wir uns das Dreieck an, wo dieser Winkel drin liegt und ob wir da schon was kennen. Der liegt im Dreieck BCD. Von diesem Dreieck kennen wir nur einen weiteren Winkel, das heißt, hier können wir eigentlich nicht mehr viel weiter rechnen. Ja, also wenn man diesen Winkel hier noch kennen würde, dann können wir über die Innenwinkelsumme weiter rechnen, aber momentan wissen wir nichts. So, nächste Überlegung ist also, mal schauen, haben wir ein Teilergebnis gegeben? Und da heißt es ja, der Winkel DCB ist da. Es wäre also dieser hier. Genau der, der uns fehlt, um die Innenwinkelsumme ansetzen zu können. Also können wir doch sagen, falsche Farbe, der Winkel BDC ist nichts anderes als die 180 Grad minus, hier unten haben wir den Winkel CBD schon gegeben, minus der Winkel DCB. So, jetzt dürfen wir allerdings diesen Winkel DCB nicht einfach nur aus dem Teilergebnis rauslesen, sondern müssen den auch irgendwie berechnen. Okay, wie schaffen wir das? Schauen wir uns das Dreieck nochmal an. Ja, also, den kenne ich nicht. Den will ich jetzt mit dem Winkel erst berechnen. Ich kenne also einen weiteren Winkel. So, kenne ich sonst noch was aus dem Dreieck? Mal überlegen, ich habe hier noch drei Strecken drin, über die ich sehr wenig weiß oder augenscheinlich sehr wenig weiß. Gehen wir mal auf die Strecke CD. Da sehen wir ja, das ist ein Stück vom Kreissektor und es ist ja nichts anderes als der Radius. Und der Radius haben wir im Prinzip hier auch schon, also DE. Damit ist die Strecke CD gleich groß wie die Strecke DE. Schreibt es hier mal rein, mit der richtigen Farbe. So, damit ist uns also diese Strecke hier bekannt. Über diese hier wissen wir gar nichts. Überlegen wir mal, ob wir die noch irgendwie rausbekommen.
Das geht aber auch einfacher als gedacht, nämlich die Strecke BE ist 10,8 Meter lang, die Strecke DE 5,78, also bleibt für dieses Teilstück die Differenz übrig. Damit kennen wir diese beiden Seiten hier. Und um diesen Winkel dann zu berechnen, könnte man dann den Sinussatz ansetzen, weil der Kosinussatz funktioniert, weil die dritte Seite fehlt. Also Sinus von Winkel zur gegenüberliegenden Seite ist Sinus Winkel zur gegenüberliegenden Seite. Das würde also funktionieren. Okay, das müssen wir jetzt nochmal aufschreiben. Ich brauche jetzt den Winkel DCB. Dann habe ich jetzt gerade gesagt, den kriege ich über den Sinussatz. Also Sinus von Winkel DCB. Geteilt durch die gegenüberliegende Seite, das war die Seite BD, ist gleich Sinus des bekannten Winkels CBD, geteilt durch die gegenüberliegende Seite mit CD. So, jetzt brauche ich noch die fehlenden Seiten, muss ich natürlich auch noch schnell hinschreiben. CD ist gleich groß wie DE. Und damit 5,78 Meter. Dann brauche ich noch die BD. Die ist gleich BE minus DE. Setzen wir die Größen ein, also 10,8 minus 5,78. Das dann mit Hilfe vom Taschenrechner berechnen lassen oder auch im Kopf, ist so schwer, weil es ist ja nicht, sind dann 5,02 Meter. So, jetzt haben wir alle Größen für den Sinussatz, also berechnen wir den DCB. Und zwar einmal nach oben. So. Sinus DCB geteilt durch BD war jetzt hier angegeben mit 5,02, ist gleich Sinus von 56 geteilt durch die 5,78. So, das lässt sich jetzt über den Solver ausrechnen oder über Umformung. Zuerst, ich mache jetzt über die Umformung, zuerst schaffe ich hier diesen Nenner auf die andere Seite. Bruchstrich heißt ja nichts anderes als geteilt, also kann ich mal 5,02 rechnen. Und dann erhalte ich Sinus vom Winkel DCB ist gleich Sinus von 56 durch 5,78 mal 5,02. So, jetzt habe ich hier noch einen Sinus stehen, den kriege ich mit der Umkehrfunktion weg, also mit Sinus hoch minus 1. Und dann bleibt übrig der Winkel DCB. Ist gleich Sinus hoch minus 1 von Sinus 56 durch 5,78 mal 5,02. So, das tippt mein Taschenrechner ein und dann erhält man für den DCB 46,06 Grad. So, überprüfen wir nochmal, ob das mit dem angegebenen Zwischenergebnis stimmt. Jawohl, passt, haben wir richtig gerechnet. So, nächster Schritt ist der Winkel BDC. Ja, jetzt geht es hier ganzen Ecken wieder zurück. Das waren 180 Grad minus der CBD, das war der 56 Grad Winkel und minus die 46,06 Grad. Ergibt einen Winkel von 77,94 Grad. So, dann müssen wir weiter den Winkel CDE berechnen. Das war unser Vollwinkel minus die 180 Grad.
minus den BDC, also minus die 77,94 Grad. Ja, passt. Und da kommen dann 102,06 Grad raus. Damit haben wir unseren Öffnungswinkel. Das müssen wir jetzt noch einmal in die Flächenformel für den Kreissektor einsetzen. Also A ist, was haben wir, dE Quadrat. Halt, dE kennen wir ja. So. dE waren die 5,78, also der Radius von dem Kreissektor zum Quadrat, mal Pi, mal Bruchstrich und jetzt die 102,06 durch die 360. Das jetzt in den Taschenrechner eintippen. Und dann erhalten wir einen Flächeninhalt von 29,75 Quadratmeter. So, man sieht vielleicht an dieser Aufgabe, wie wichtig es ist, das auch ordentlich aufzuschreiben. Weil so viele Verschachtelungen, wie jetzt hier drin sind, verliert man sonst den Überblick. Man kann jetzt natürlich auch alles untereinander schreiben. Also hier oben erst a ist gleich dE Quadrat mal Pi mal Winkel CDE durch 360. Und dann hier zwischendrin entsprechende Zeilen Platz lassen und dann das CDE als nächsten Punkt hier vorne aufführen. Und dann am Schluss halt meine letzte Zeile hier drunter schreiben. Funktioniert auch, aber wichtig ist halt schön übersichtlich aufschreiben, damit man erstens sich selbst nicht verzettelt und zweitens auch dem Korrektor eine Chance lässt zu verstehen, was man eigentlich gerade gerechnet hat. So, jetzt nochmal runter zum Ergebnis.